doing, man? What you got there? Got my RSA. All right, I got my RSA as well. Hey. Woo. Welcome to Travel Podcast mit mir. Und Jamie. Ja. Wir haben unseren RSA bestanden. Und damit dürfen wir jetzt in einer Bar arbeiten. We are able to work in a bar now. Also hell yeah. Dazu gibt's das Buch, 60 Seiten, mit allem, was ihr wissen müsst, wenn es darum geht, Alkohol auszuschenken. Da steht viel drin drüber, dass man Minderjährigen nichts ausschenken darf. Genauso wie Leuten, die schon zu betrunken sind. Weil hier in Australien kann man sehr leicht dafür verklagt werden, wenn man irgendeinen Barbesucher zu betrunken gemacht hat und der baut nachher zum Beispiel einen Unfall, kann er euch verklagen. Das ist das Problem. Deswegen macht man den Kurs. Kostet $60, hat bei uns jetzt 3 Stunden gedauert. Da macht man noch einen kleinen Test am Ende, der aber auch ziemlich leicht ist. Und dann hat man es bestanden und ab dann darf man in den Bars arbeiten, sonst geht da gar nichts. Jede Bar, wenn man sich bewirbt, will dieses RSA haben. Nennt sich RSA, ist die Abkürzung von Responsible Service of Alcohol. Und schaut dann so aus. Und ja, ist eine coole Sache. Auf jeden Fall. Wenn ihr in der Bar arbeiten wollt, braucht ihr das. Gibt es hier überall in Sydney Kurse. Einfach mal im Internet gucken. So hier zum Beispiel unter gumtree.com.au. Und ja, sonst, ich hoffe, dass ich jetzt endlich hier einen Job finde. Wir haben schon wieder ziemlich viel Scheiße gebaut. Gestern gab es eine Hausparty, da war ich zwar nicht dabei, aber die haben hier alle Schilder abgemacht von den Türen und haben sie umgeklebt und da gab es heute richtig Stress dafür. Jetzt ist erstmal anscheinend vorbei mit Room Parties in 610. Mal schauen, wie lange das geht. Wir haben jetzt auch 3 neue Jungs hier drin, 2 Chinesen und einen Franzosen. Mal gucken, wie die so drauf sind. Ja, soweit melde ich mich, sobald ich endlich vielleicht dann einen Job als Barkeeper habe, was hätte können. Solange euch noch viel Spaß und freue dich auf die nächste Episode. Ciao!